Ich denke mal, ich warte aber trotzdem bis Tag ist, auch wenn ich jetzt sowieso ins Hügel... Obwohl, warte mal, gehe ich jetzt ins Hügelgrab oder... Ach nee, warte mal, ich gehe noch nicht ins Hügelgrab. Ich muss ja erstmal dahin reisen. Dann warte ich erstmal an diesem windigen Ort ab. All dieweil... Ist so wie schöner an... Ey, ist der 15. Sonnenaufgang. Yay. Es ist einfach besser am Tag zu laufen, weil dann seht ihr mehr, ich sehe mehr und die Videos werden größer. Verdammt. Ist mir gerade so eingefallen. Doch, ich weiß warum, aber aus bestimmten Gründen ist bei Videokompression, sind diese Videos, die ich aufnehme, bei Nacht sind die Videos, die rauskommen, kleiner, also die encodierten. Das liegt einfach mit der Kompression zusammen mit dem Farbraum. Guck mal, frischer Hase. Ach, ich kann's nicht. Ich bin so weichherzig, ich kann keine armen Hasen umdrücken. Oh, da hinten ist er schon. Hä, bin ich hier nicht mal lang gelaufen? Hier ist dieses dumme Hügelgrab? Wie konnte ich das denn übersehen? Warst du schon bei dieser einen Metalle, wo man die coole Rickling-Quest machen kann? Ja, also die coole Rickling-Quest, also pass auf. Seid ihr bereit, hineinzugehen? Was ist das für ein Ort? Die Begräbnisstätte Rotmunds, des Gründers von Rotmund, sagt mir doch was. Er führte eine Gruppe wahrer Krieger weg vom verweichlichten Leben der Skal, um die Wildnis kennenzulernen und das Beißen der Kälte und des Stahls zu spüren. Ich weiß, es klingt ein wenig albern. Aber so steht es in den Büchern geschrieben und dieser Satz ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Ah ja, Rotmund kenne ich. Den gab's, warte mal, ich muss kurz gucken, bin mir nicht ganz sicher, aber ich war der Meinung, in irgendeiner lustigen Festung. Genau, es gab Rotmunds Bane. Das war so ein lustiger Wolf, wenn man den umgehauen hat, ist nur eine Stimme erklungen. Genau so war das. Was wird darin geschehen? Ganz einfach. Rotmunds Axt ist da drinnen bei ihm. Der Geist desjenigen, der sie zu erlangen versucht, wird von Rotmund selbst gerichtet. Wir werden gegen seinen Geist kämpfen? Fragezeichen? Nein, nein, nichts dergleichen. Er braucht keinen Kampf, um uns zu kennen. Er hat schon immer über Tyrsk gewacht und uns aus dem Jenseits beobachtet. Natürlich hat er das. Und da er mich bereits als würdig erachtet hatte, muss ich ihn nur daran erinnern, warum er mich das letzte Mal gesegnet hat. Du meinst, das klappt? Ihr müsst wirklich nur zusehen. Natürlich, ich bin bereit. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden. Ich meine, warum solltet ihr mich mitgenommen haben, wenn das so einfach ist? Ach so, die folgt mir jetzt. Na gut, dann klappt das mit den Schleichangriffen nicht. Wenn diese tolle Rieklingsquest so toll war, dann mache ich gleich einen auf Alternative Reality und lade kurz nochmal einen anderen Spielstand, wo ich das noch nicht gemacht hatte. Mach diese dumme Rieklingsquest wieder und lade dann. Auch wenn ich ja irgendwelche coolen Gegenstände kriege, dann ist das ja so. Wenn die wirklich so toll gewesen sein soll. Hallo Lakisha323. Ich wette, das ist hier nicht halb so einfach wie überhaupt. Warum ist denn hier eigentlich alles überschwemmt? Muss das so? Kommentar dazu? Gehen wir einfach weiter. Okay, okay, okay. Oh. Ja, mit Wasser ist auch gar nicht gut, weil ich nehme nämlich Schaden, wenn ich im Wasser stehe, also. Ah, schön. Ja, diesen Wassersenkeneffekt, den gab es im Morrowind schon. Da muss man irgendwann aus so einer Kanalisation fliehen. Rotmunds Axt. Die war mal woanders. Die war nämlich mal in Rotmunds Bane, die Axt. Ich muss sie nur ergreifen. Ich wette, sie stirbt gleich oder sie fällt tot um und danach gibt mir Olle Rotmund um eine tolle Mission. Ihr bittet um einen Segen für die Herrschaft über die Halle von Tyrsk? Ich bin es, Bujold. Ihr habt mich bereits in der Vergangenheit gesegnet. Jetzt habe ich die Halle von den Rieklingen befreit und ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben. Und es ist gut, dass dies geschah. Doch ich habe euch immer beobachtet und weiß, dass eure Schwäche zu eurem eigenen Exil führte. Ihr habt euren Kriegern gestattet, trotz der wachsenden Gefahren um euch herum, schwach zu werden. Dann bin ich nicht die Anführerin? Nein. Und auch sonst taugt keiner von euch zum Anführer. Eine Bande in der Wildnis sollte lieber keinen als einen schwachen Anführer haben. Na toll. Tja. Das war ein wenig peinlich. Ein wenig? Was werdet ihr jetzt tun? Ja, fühlst du dich wahrscheinlich nicht gut, wahrscheinlich. Mal. Ne? Beschämt, aber das war wohl das Ziel. Ich muss nach Tyrsk zurückkehren. Na toll. Was auch immer Rotmund sagt, wir brauchen einen Anführer. Und ich bin dazu noch immer am besten geeignet. Natürlich. Du würdest dich jetzt folgen. Ja, genau, warum? Schaut, was uns bisher unter seinem wachsamen Auge zugestoßen ist. Er gab allen Anführern seinen Segen, die uns hierher gebracht haben. So oder so, er ist tot und wir leben. Es ist an der Zeit, eine neue Tradition für Tyrsk zu begründen. Und genau das werde ich tun.
Ich wette, das findet Trockmund überhaupt nicht gut. Ihr sollt mich nur unterstützen. Ihr müsst nicht einmal lügen. Erzählt nur niemandem, was ihr hier gehört habt. Ah, ja. Na gut, stillschweigen. Ich sag das erstmal. Mal gucken, was Trockmund dazu sagt. Ach Mann, immer diese Entscheidung. Decisions. Stillschweigen. Gut, tut das. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss eine Halle leiten. Tü-tü. Die Zurückeroberung von Thirsk. Das war's? Oh, schade, ich dachte, ich kann auch was tun. Aber ich glaube, ich hätte gegen ihr kämpfen müssen. Und dann hätte ich sie töten müssen. Das wäre ja doof gewesen. Na gut, das war jetzt ein bisschen... sehr langweilig, muss ich sagen. Na gut, dann plündern wir hier mal eine Runde. Weil wenn wir hier sowieso schon mal da sind, dann ist... Die Gelegenheit ist ja günstig, ne? Hat ja scheinbar... Nein, verdammt. Ah, welche Taste ist denn das hier? Ah, ja, Mensch. Mal gucken, was jetzt passiert. Ob da Rotmund sich noch da irgendwie interveniert oder ob da einfach nichts passiert. Ich ahne, wie das einfach nichts passiert, weil die Mission ist ja abgeschlossen. Eigentlich ein bisschen schade, oder? Na gut, dann leitet halt irgendein Hanswurst die Halle von Thirsk. Meine, saufen kann man ganz sicherlich auch ganz gut unter einem suboptimalen Anführer. Oder? Nein, keine göttliche Wesenheit, die interveniert. Keine einzige. Ne, ich kann immer noch nicht Ding. Gut, dann machen wir jetzt mal einen Alternative Reality. Ich speichere mal kurz ab. Und wir machen einfach mal die dumme Quest mit den Rieglingen. Oh, warte ich hier noch nicht umgehauen. Was war ich denn da? War ich Stufe 36? Ne, warte, das ist ja. Wie lange ist denn das her? 7.46 Uhr. Am 22.02. Das ist heute. Wie spät haben wir es jetzt? 54, nee, das muss, dann brauche ich den anderen. Am 2.10. Nee, am 10.02. Egal. Ja, ist mir klar. Ich habe ein paar Mods installiert. Also ich weiß, dass man der Anführer der Rieglinge in der Quest wird. Hättest du den Anführer werden können, wenn du das nicht zu tun hast, oder so, denke ich. Ah ja. Egal, wir gehen jetzt zu diesen dummen Rieglingen, machen das kurz. Eigentlich wäre der beste Reisepunkt echt... Ja gut, eigentlich wäre der beste Reisepunkt von genau hier loszulaufen, wo ich war. Dann mache ich jetzt die Mission kurz und danach lade ich wieder zurück und mache das... Tu so, als wäre das hier nicht passiert. Aber einfach nur, um diese Quest gemacht zu haben. Wenn die wirklich lustig sein soll, dann machen wir die natürlich noch. Das lassen wir natürlich nicht nehmen, wenn hier irgendwie was Lustiges passiert ist, denn... Lustige Sachen kann man ja immer mitnehmen. Der letzte Stream von mir war so schön. Wie misst man die Schönheit eines Streams? Also, ich könnte natürlich in rein technischen Komponenten könnte ich das natürlich messen. Also, lieber Zuschauer auf YouTube, der gerade komplett verwirrt ist, wie ich hier einfach Kommentare aus dem Nichts fische. Es geht darum, dass jemand geschrieben hat, ich hätte diesen Stream auch angemacht, weil ich den letzten Stream von Burnout so schön fand. Das schmeichelt mich in der einen Seite, aber zum anderen stellt sich mir die Frage, wie man die Schönheit eines Streams misst. Aber ich glaube, das ist genau dieses Zerreden, was sowas wieder kaputt macht, so eine Schönheit. Ah, das ist so eine Schwäche von mir, dass ich mal alles zerreden möchte. Hallo, Riegling, die greifen mich ja wohl hier an. Ihr folgen mir. Ja, mach ich. Wer hat dir das Sprechen beigebracht? Ihr folgen mir. Ja, ist, ja, gut. Lauf vor. Ob der Anführer vernünftig sprechen kann? Ich denke ja mal, das nicht. Ich kann nicht in Türen gehen, wenn andere Leute das machen. Oh, Captain Kuchen hat keine Zeit für mich. Oh. Chabra. Na gut. Hallo, Anführer. Ach, guck mal, der hat hier die... Ihr helft Stamm. Der hat voll die Jalpose mit seiner Hand da. Wo habt ihr gelehrt, bevor ihr... Das da. Stamm leben überall. Ganze Welt im großen Wasser. Die Qualität eines Streams sieht man in der Qualität und Quantität eines Streamers. Ja, aber ich denke mal, die meisten Streamer sind nur eins. Also ich bin zum Beispiel nur ein Känguru. Es gibt in Deutschland auch nicht besonders viele andere sprechende Kängurus. Warum habt ihr Thirsk überfallen? Genau das. Warum? Heißes Feuer. Kalter. Duselig. Trunk. Glücklicher Stamm. Na, das ist alles Tutti. Wer seid ihr? Ihr stark. Hä? Helft Stamm. Ja, wie denn? Was denn? Wie habt ihr zu sprechen gelernt? Genau, warum? Weshalb? Wieso? Häuptling klug. Meister Rieglinge dumm. Aber Häuptling klug. Wir Familie. Wir stark. Ihr stärker. Wollt ihr etwa meine Hilfe? Es tut mir leid. Nee, hier kommt Hilfe. Kielschlamm rennt. Preistier rennt. Was? Stamm hereingelegt, verscheucht. Kielschlamm, Angst. Was? Ihr bringt, er folgt euch. Ja. Was? Kielschlamm ist also ein Tier und ihr wollt es zurück. Kielschlamm, Preistier, ihr findet
Er folgt. Kiefschlamm liebt Fleisch. Gebt Fleisch. Er folgt. Ihr geht. Der spricht im Meer in so zwei Sätzen. So, wo kriege ich denn jetzt Fleisch her? Ich habe natürlich keinen. Liegt hier irgendwo welches rum? Fass. Rote Äpfel? Nee, rote Äpfel sind, glaube ich, kein Fleisch. Die haben ja voll alles verwüstet. Warum haben die überhaupt ihre dummen Hütten hier aufgebaut? Ich kann mich dunkel erinnern, dass es hier noch... Eigentlich gab es hier mal eine zweite Etage. Wo mit so Zimmern und so. Ich kann mich auch dunkel erinnern, am Morrowind war die Bude hier auch größer. Wie Kohl? Warum ist denn hier nur Kohl? Ich brauche Fleisch! Muss ich jetzt echt ernsthaft noch jagen gehen davor? Ja, ist schön. Kartoffeln. Ja gut, es wäre vielleicht auch ein bisschen... Es wäre auch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, Fleisch in einem Fass aufzubewahren. Riechling? Ein Speer, na toll. So, wo muss ich denn jetzt hin? Der Häuptling der Metalle. Ich liest da immer Metalle, aber da steht Metalle. So, gibt Kieflash etwas Fleisch. Na gut, dann hoffen wir mal, dass hier irgendwas rumrennt, was ich töten kann. Was ist das da hinten? Ach so, das ist das Wasser sein, was da lang strömt. Ja. Ich kann hier wahrscheinlich nicht sein eigenes Fleisch verfüttern, oder? Mann, ich brauche Fleisch. Aber gerade jetzt rennt hier natürlich nichts rum. Ich habe natürlich auch keinen Star. Und meinen Arm abschneiden werde ich garantiert auch nicht. Mann. Vorhin sind doch nur irgendwelche Hasen rumgehoppelt. Wo sind die jetzt hin? Keine Hoppeltiere töten. Anscheinend ist Kielschlamm ja irgendwo... Ach so, da ist Kielschlamm. Na super. Gut, schön, dass wir Kielschlamm schon gefunden haben. Warum mag eigentlich ein Wildschwein Fleisch? Ich meine, obwohl, ich glaube, Wildschweine sind Omnivore, ne? Die essen alles. Ja, ne? Was ist das hier hinten denn? Ich finde, halt, ist das schon... Ach, das ist schon das Skaldorf, Mensch. Also irgendwie ist die Karte deutlich kleiner, als dann das mal vorkommt, wenn man sich die Map anguckt. Um das Wort Karte nicht noch einmal zu sagen. Mann, ich brauche ein dummes Tier. Da unten sind, glaube ich, die Jäger. Boah, es ist belastend. Ah, da springt was rum. Jawohl. Uah. Oh, fuck. Uah. Gehen wir erstmal auf die Jagd. Verdammt, wo ist das Vieren? Ich meine, ich kann ja wohl kaum Menschenfleisch verfüttern. Mit den Leuten habe ich auch noch nicht gesprochen. Muss ich dir gleich mal machen. Da, eine Seerobbe. Ein prächtiges Tier. Hat noch jemand ein Problem mit dem Stream? Und wie habe ich das Gefühl, dass ich mit so einem Seerobbenfleisch nicht weiterkomme? Hawkerfleisch, na bitte. Silberner Granatring? Warum hat denn ein Hawker silbern... Ich meine, es ist total hohl, dass ich den mitnehme, weil ich brauche den sowieso nicht. Aber egal. So. Ich habe mein Fleisch. Alles gut. Ich hätte ja trotzdem irgendwie lieber was Richtiges gehabt. Zum Beispiel einen Vogel hätte ich aus der Luft schießen können. Was habe ich... Nee, Vögel aus der Luft schießen geht, glaube ich, auch nur mit einem Blitzzauber. Warte mal, habe ich einen bei? P. Ich habe eine Blitzrune. Funken. Und ich habe das Ding nicht genug Reichweite. Hallo? Achso, die Banditen habe ich vorher gar nicht gesehen. Das sind. Ach, das sind Banditen, mit denen ich mich nicht unterhalten kann. Gut zu wissen. Na gut, die sind jetzt gerade anscheinend ein bisschen auf mich aufmerksam geworden, nachdem ich hier lauthals rumgezaubert habe. Dass Zauber noch so laut sein muss. Also zumindest ein paar Zauber hätten lautlos sein müssen. Nicht so geräuschvoll. Wie kann ein Pokémon Smaragd Stream bitte 540 Viewer haben? Ach naja, ich denke mal, viele Leute sind in Gameboys interessiert, weil, also dieses Gameboy-Zeug, das ist ja so eine Jugenderinnerung. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Also ich war da selber nie so drin, aber ich kann das schon irgendwie sehen. Vor allen Dingen, wenn das irgendwelche Leute sind, die auf YouTube irgendwie 100.000 Abonnenten haben, dann kann man schon, kann man YouTube, YouTube Smaragd, genau. Nee, kann man Pokémon Smaragd da schon mal ordentlich streamen, das verstehe ich schon. Vor allen Dingen bei Pokémon, da blockt garantiert gar nichts. Ich meine, hier so 3D, das ist ein ganz schöner Aufwand, das vernünftig zu streamen. Hallo. Kielschlamm. Ja, komm, Busch, ich habe was Leckeres. Hawkerfleisch. Yay. Vor allen Dingen, das Vieh ist weit gekommen, ne? Das ist ja voll die Mission, die mir das, die mir der Typ gibt, ne? Folgt er mir jetzt? Ja, er folgt mir. Juhu! Bin ich ja mal sehr gespannt, wie die Hawker und die Jungs darauf reagieren. Ach verdammt, ich hätte eigentlich die Mission machen können, die andere hätte ich auch noch tun können, ne? Ja, das ist natürlich ein bisschen doof jetzt gelaufen. Naja, gut. So komisches Wildschwein zu retten, weil... Warte mal, ich muss mal kurz ranrennen und fragen, wer das da ist. Hä?
Helund? Bujold fühlt sich so schuldig für das, was geschehen ist. Versucht sie nicht zu provozieren. Die rennt hier 2,5 Meter davor rum? Und die, na egal, die Rieklinge, ne? Ah! Das ist Sushimaru, der ist relativ bekannt. Von dem habe ich auch schon mal gehört. Der soll recht arrogant sein. Wie irgendwie alle. Das sagt man, glaube ich, über alle größeren YouTuber, weil die einfach nicht mehr auf alle antworten können. Das kenne ich aber irgendwo her. Hätte ich 100.000 Abonnenten, könnte ich auch nicht mehr auf alles antworten. So, Schwein? Hä? Achso, ich sollte. Warum soll ich denn noch was draußen machen? Siebstes Schuhschau, das ist ein bisschen Standard. So. Was soll ich. Ach, soll ich ums Haus und. Ach so, ich soll das Vieh in seinen Stall zurückführen. Ja, komm mal mit. Schwein? Ah, das ist doch. Komm mit, Schwein. Hey, sprich mit Häuptling. Was ist Kielschlamm eigentlich auf den Namen? Hätte ich Kielschlamm nicht eigentlich auch ein Stück. Hä? Nee, das ist nur ein Krieger. Ja, ja, Muwawato. Ganz toll. Ach ja. Hava! Das ist ein, kann ich das nicht irgendwie beeinflussen, welche Farbe? Kielschlamm folgt Alpha. Kielschlamm erkennt stärker. Ja, das Stamm ist toll. Stärker. Ihr bleibt, helft mehr. Ja, mach ich doch. Soll ich noch was tun? Stamm vermisst. Rotgras. Brauchen für Göttersprechtanz. Ihr bringt Rotgras. Wir tanzen. Das ist ja toll. Hier, wie das geht. Sulpulus. Zwei Hände. Rotgras. Sein Freund von Stamm. Zwei Hände Supulus. Ja gut, in dem Moment rächt sich das natürlich wieder total, dass ich den, dass das Ganze, meine ganzen Indizien abgegeben habe. Ich glaube, ich habe schon mindestens 10 Supulus eingesammelt. Das sind diese komischen Dornen. Das sind diese komischen Dornenpflanzen, die hier in der Asche immer rumstehen. Davon gibt es jetzt natürlich hier im Schnee wieder 0, aber warte mal, das können wir ja abkürzen, das Problem. Guck mal, schon wieder ein Ladefehler, das ist schon wieder ein Loch in der Landschaft. Auf nach Rabenfels. Lagern wir kurz das Zeug um und dann haben wir auch genug Rotgras, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, ich habe da 10 Rotgras rumliegen. Obwohl, ich habe mir ja schon 2 Stück in die Hand gedrückt. Laufen, laufen. Warte mal, wenn ich die Waffe wegpacke, bin ich doch schneller, oder? Ja, ich bin schneller, wenn ich die Waffe... gesamte Insel ist von Asche überzogen. Und da kickt wieder der alte Morrowind-Soundtrack rein. Warte mal, hier haben wir doch... Ich habe gerade noch eine andere Pflanze abgesammelt, ist mir aber egal. So, reicht das nicht langsam mal? Man muss nur wissen, wo das Zeug wächst. Ich finde das ja auch eher so eine Parasit. Ach, guck mal, hier habe ich das mit dem Haus natürlich noch gar nicht gemacht, ne? Ich Idiot! Ich hätte natürlich schon 10 Supulus gehabt. Ich habe doch in diesem Spielstand habe ich das ganze Zeug noch gar nicht abgepackt. Ach, Mann. Irgendwie hab ich das. Was? Nein, ich möchte nicht zur Aschenbrachzitadelle. Ich möchte nach Tyrsk. Ich hätte die Quest sofort abgeben können, fällt mir übrigens gerade auf. Weil ihr habt mir ja gar nicht mehr gesagt, dass ich mehr hab. Ach, ich Volltrottel. Oh Mann. Ich bin einfach. Haben die ihn ran? Guck mal, der hat da so ein. Der hat so ein. So einen weißen Rand hat er um sich rum. Ja, dass ich die Mission hätte sofort abgeben können. Bin ich wieder unnötig umhergerannt. 2 Minuten Lebenszeit verschwendet für nichts. Obwohl, natürlich war ein Rahmenfeld, das ist auch schön. Hallo. Wandern. Hier, da. Gutes Rotgras. Dann ihr zu Stamm gehört. Was denn? Böse Nord. Sagen Tirs gehört ihnen. Leben am Wasser. Ärgern Stamm. Aha. Wir kämpfen. Ihr stark. Ihr helft. Keine böse Nord mehr. Toll. Leute umbringen. Böse Leute. Sie kommen. Kämpfen gegen uns. Jetzt wir zurück. Kämpfen. Toll, los geht's. Wir kämpfen. Wir kämpfen. Oh, das ist... Also ich finde es, glaube ich, ganz gut, dass ich die Rieklinge getötet habe in meiner wahren Realität. Doch, wo sind die? Die werden doch sowieso durch Brust überrannt, dass ich doch kommen. Also, wann die denn? Ich war hier nur nachts. Das war irgendwo hier den Gang runter, glaube ich, oder? Vor allen Dingen ahne ich mich, dass ich mich gleich des Mordes schuldig mache, wenn ich die angreife, die Freunde. War das hier das Lager? Nee. Wo sind die? Ja, da hinten hat es einen Eisbären. Wo sind denn jetzt die Rieklinge? Na! Was? Tötet ihn abgeschlossen. Bring den Häuptling 10 Supulia. Schön, dass die Quest jetzt auch schon kommt. Töte 10 Nord. Nee, töte Nord 055. Ach, war doch richtig. Ist ja schön.
König der Metalle. Na toll. Also ich könnte selbst über die Metalle Herrscher werden, aber ich... Möchte ich das eigentlich? Ich glaube eigentlich nicht. Erschöpft sein, tun. So, jetzt hier. Schnell, ich habe nicht ewig Zeit, die Folge ist eigentlich schon vorbei. Ich muss mich ein bisschen beeilen hier. Heimlicher Schleichangriff! Der auf dem Stuhl wäre natürlich leichter zu treffen. Ich kann einfach gar nichts treffen, ne? Also einfach wild in die Landschaft zu schießen, rächt sich immer wieder. Dum -dum. Wieder auch keiner von umgekippt. Doch, Elmus ist jetzt tot. Yay, ein Nord. Also ein Nord ist schon mal tot. Vor allen Dingen sollte er echt zu... Na! Ah! Sollte ihn vor allen Dingen zu... Ja, sind die jetzt alle in ihre komische Hütte da reingelaufen? Nein! Toll. Bujolt die Kühne. Na, ich schieße ja einfach mal Dauerfeuer, wenn ich den Berg runterrutsche. Oh, das zieht sich ja hin, weil die Nord auch so viel aushalten. Ach, die machen auch Hinterhalttaktik hier und schießen vom Felsen runter. Okay, gut, das, wenn die aber gerade mal schaffen, einen betäubten Gegner zu töten. Nee, den hauen die gar nicht. Und dann schaffen sie es wohl eher nicht. Töte die Nord. Ja, ich bin bei. Ah, das hier eine Munitionsverschwendung ist. Unglaublich. So, jetzt hier ist gut. Wie, töte Nord. 5 von 5, sprich mit Häuptling. Ja, wo ist Häuptling? Oh, Häuptling ist eine Hütte. Wie, Häuptling hat nicht mal mitgekämpft. Was? Könnte ich scheinen, wenn du springst oder fällst? Ich springe oder falle? Das wäre mir neu gewesen, aber gut, dann springe ich oder falle ich jetzt halt. Ach ja. Dann bin ich ja mal gespannt, was er mir jetzt bietet. Metalle von Türsk. Türsk. Jetzt stehen die alle um mich herum, oder was? Ist jetzt toll. Ganzer Stamm stärker mit euch. Ja, ich will. Aber vielleicht ihr zu stark. Ja, ich will ein neuer Häuptling sein. Stark will Häuptling sein. Ja. Genau das. Hier, da. Stark kämpft immer gegen stark. Toll. Wie jetzt? Wie, der kämpft jetzt gegen alle Richtlingsspeer? Toll. Jetzt? Bin ich jetzt Anführer oder was? Hallo. Toll. Kann ich mehr als mitnehmen? Achso, ich könnte jetzt mehr als ein Häuptling mitnehmen. Das ist ja super. Naja.